Herzlich willkommen bei dieser Videoberatung, ein Horoskop-Analyse. Erstmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin Medium. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind selbstverständlich anonym. Ich gebe immer einen medialen Namen. Diesmal handelt es sich um eine männliche Person und die mediale Name ist Jiade. Lieber Jiade, ich grüße dich. Das ist dein Video und mit diesem Aufnahme möchte ich dein Geburtshoroskop näher bringen, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen die Präzession und das bedeutet die Bewegung der Sonne. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden macht diese Bewegung was aus und es wird berücksichtigt in indischen Astrologie. In diesem Bild erscheinen die 12 Häuser. Diese 12 Häuser sind Lebensbereiche. Ich erwähne immer wieder, dass ich dieses Wort nicht benutze, ich mag das nicht. Im Himmel sind das Paläste, 12 Paläste und so wie das widerspiegelt in unserem Leben, das ist symbolisiert unserem Lebensweg, unserem Selbst, das ist eins mit verschiedenen Räumlichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen, wie das in unserem Lebensweg erleben. Ich erkläre erstmal die einzelnen Lebensbereiche. Die erste bedeutet die Augenblick deiner Geburt. Lagna heißt in indischen Astrologie, in westlichen Astrologie entspricht Aszendent. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit. Und das ist dein Auftreten und so bist du wahrgenommen. Du bist ein Kind davon, der erste Atemzug und das begleitet dich bis zum Lebensende. Und das war in dein Geburtsmoment die Tierkreiszeichen Löwe. Das heißt, die Tierkreiszeichen Löwe ist im Osthorizont wie ein Sonnenaufgang aufgestanden, in dem Moment, wo du dein erster Atemzug geholt hast. Dieser Tierkreiszeichen Löwe, so wie du dich darstellst, beeinflusst deine Persönlichkeit. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist und sichtbar ist, ist das für dich wichtig, dass du wahrgenommen bist. Das ist dein Glanz, dein Auftreten und das brauchst du auch in dein Leben. Und diese Energie, die Tierkreiszeichen Löwe, begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das ist wie ein Kostüm, was du trägst. Oder ein Umhang, passt besser zu einer männlichen Person. Wie ein Umhang, du trägst diese Energie in dir. Natürlich ist das sehr selbstbewusst und hat Kraft und Mut und Stärke. Und so bist du auch wahrgenommen. Und damit bekommst du Respekt. Ein Löwe bekommt Respekt. Das Leben bleibt damit nicht stehen, sondern es ist in ständigen Bewegung. Und das sind die Lebensschritte, die Lebensabschnitte, die 7-Jahren-Perioden. Mit deinem Lebensalter bist du gerade in diesem Bereich. Also so beginnen deine Lebensschritte und du bist gerade in diesem Bereich. Und das bedeutet,
Du bewegst dich gerade in diesem Boden und hier ist bei dir die Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock beeinflusst gerade paar Jahre lang dein Leben. Du bewegst dich in diesem Boden und du lernst auch zurzeit einiges von Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist Erde-Element, hat einen Bezug zur Realität, gibt uns Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit und die materiellen Dinge sind bei Erde-Element sehr wichtig und die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erde-Element. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn, das heißt, du vieles nimmst du auch ernst im Leben und du stehst immer wieder eine Herausforderung zur Zeit und du lernst es zu bewältigen. Sind immer wieder Lernaufgabe. Was wunderbare ist bei der Steinbock-Energie, Ziele setzen. Und diese Ziele verfolgen, egal wie steinig dieser Weg ist. Die Steinbock hat Geduld und Ausdauer und gibt nicht auf. Das ist die Kraft, die Steinbock-Geborenen. Und zur Zeit, weil dieser Boden, wo du dich momentan bewegst, mit deinem Lebensalter, diese Schritte bist in dieser Periode gerade drin, natürlich wirkt auf deinen Alltag. Das, was du gerade wahrnimmst, oder kommen das die Einflüsse von außen, dass du gerade diese Energie erlebst? Hohe Ziele, hohe Ideale und Geduld, diese Ziele auch erreichen. Und die Kraft liegt daran, dass du das nicht aufgibst. Und mit dieser Energie, wenn dir das bewusst ist, kannst du zurzeit vieles erreichen. Und das realisiert sich gerade. Das ist Materie, das ist Erde. Also deine Wünsche leben, deine Vorstellung leben. In diesem Bereich, zurück zu deiner Geburt. Also in dem Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Und es befindet sich in einem Mondhaus. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Das heißt, dass die 12 Tierkreiszeichen sind noch in kleineren Abschnitte unterteilt. Und das ist die Mondbewegung, die tägliche Mondbewegung. Das ist ein Mondkalender. Und dieser Mondhaus heißt, gerade in diesem Moment, wo du geboren bist, auf deinem Aszenden, dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und schenkt dir Vitalität, Energie, deine Ideen zu realisieren und etwas vollenden. Und die Zeit, wo du gerade hier bewegst im Steinbock, wir kommen noch drauf, diese Zeit hilft dich, unterstützt dich, deine Ideen umsetzen im Tat. Und hier in diesem Mondhaus, was auf deine Persönlichkeit wirkt, heißt, die himmlische Feuer auf die Erde bringen. Dieser himmlische Feuer ist nichts anderes als deine Begeisterung. Alle das, was dich begeistert, vollenden, realisieren, deine Ziele zu erreichen. Und jetzt bist du im Lebensalter mit diesem Lebensabschnitt im Steinbock-Zeit, dass du das gerade beherrschst. Der zweite Lebensbereich hat mit Selbstwertgefühl etwas zu tun und auch mit Wertschätzung. Was ist wertvoll in dein Leben? Das mal im Besitz zu nehmen, aber auch mit deinen eigenen Werten auch Bewusstsein und es nach außen bringen und von anderen auch verlangen Respekt, Wertschätzung. Und dieser Lebensbereich hat nicht nur mit unserem eigenen Selbstwertgefühl was zu tun, so wie diese Dame auch hier darstellt, sondern auch mit Finanzen was zu tun, weil energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin das nicht wert, ich habe das nicht verdient, ja, wie soll das Geld fließen? Kommt nicht oder zu wenig. Oder wenn man Schuldgefühl hat, dann
rast ziemlich schnell zum Schulden. Also wir sollen auch auf die Begriffe achten, was wir sagen und auch wie wir denken und wie wir uns fühlen. Und das, was hier in diesem Bereich wir lernen, und dadurch verbessert sich die Finanzen. Jeder Lebensbereich hat ein geheimes Tor. Und dieses geheime Tor öffnet sich zu diesem Bereich. Und dieses Tor befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Durch Fleiß, fleißige Arbeit, aber auch mit klarem Verstand, auch mit klugen Entscheidungen, kannst du deine Finanzen immer in Ordnung bringen. Mit Jungfrau hast du die Kontrolle über die Finanzen. Und die Jungfrau gehört zum Erdeelement, ist auch praktisch. Und hat immer, Erdeelement hat immer mit Materie, also auch mit Finanzen, einen Bezug. Der dritte Lebensbereich bedeutet Medien, Internet, Schulungen, Kommunikation, Verbindungen, kleinere Veränderungen, die vertraute Umgebung, bewusster Wahrnehmen, die Verwandtschaft, Kontakt zur Verwandtschaft, Kontakt mit Nachbarschaft. Hier ist einiges in Bewegung. Dieses Tor zu diesem Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage. Und das ist angenehm, das ist schön und angenehm. Und das bedeutet auch, dass du beliebt bist in Verwandtschaft, in Nachbarschaft, in deiner vertrauten Umgebung. Und dass du dich im Internet auch mit Schulungen leicht tust, das ist Luftelement, und du findest da Lebensfreude daran. Schenkt dir auch ein inneren Gleichgewicht. Aber in diesem Lebensbereich legst du großen Wert drauf auf die Gerechtigkeit. Wenn da Ungerechtigkeiten passieren in Verwandtschaft oder in Nachbarschaft, das bringt dich aus dem Gleichgewicht. Natürlich hat das mit Medien, mit Nachrichten auch zu tun. Und da möchtest du auch die Gerechtigkeit vertreten. Jetzt sind wir bei vierter Lebensbereich im tiefsten Punkt des Horoskopes. Und ein Horoskop vergleiche ich mit einem Baum. Und das wäre hier in diesem Platz die Wurzel des Baumes. Das sind die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, dieses Gefühl zu haben, hier bin ich verwurzelt. Da gehöre ich hin. Natürlich zeigt das auch den häuslichen Bereich. Das gibt auch Halt in unserem Leben, unseren vier Wänden, zurückziehen, ein Zuhause zu haben. Und das gibt uns die Sicherheit, Stabilität und Halt. Und in diesem Bereich befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Skorpion. Nicht nur die Skorpion ist hier in diesem Platz, sondern auch Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt es der Drachenschwanz und zeigt all das, was du in früheren Leben erlebt hast. Und das kannst du folgendermaßen vorstellen. Wir Menschen haben eine Seele und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper mit vollem Bewusstsein, mit Erinnerungen und sogar mit Gefühlen und kehrt zurück zum Gott oder Schöpfer, wie auch das immer nennen darf. Die Seele verlässt die Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie, kehrt zum Schöpfung zurück. Die Seele ist unsterblich und die Seele ist ein Teil von diesem göttlichen Schöpfung. Wenn wir damit bewusst sind, dann haben wir einen höheren Bewusstsein.
wenn die Seele zurückkehrt, dann blickt zurück, was passiert auf die Erde. Wenn die Seele glücklich ist, fühlt sich befreit, dann hat sich von Karma gelöst. Natürlich kommt die göttliche Gerechtigkeit noch dazu, Ursache und Wirkung. Das ist ein Gesetz, was besagt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Wenn nicht dieses Leben, dann in die nächstes Leben. Aber das kommt zurück. Und die göttliche Gerechtigkeit muss das auch ausgleichen. Also die Seele hat auch diese Verantwortung. Verantwortung um die Taten. Es ist keine Strafe Gottes, sondern das schafft die Gleichgewicht, die Ausgleich und natürlich die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit. Wenn die Seele aber unglücklich fühlt, und bedrückt etwas und wünscht sich etwas verbessern, dann hat die Möglichkeit zurück auf die Erde und macht eine Seelenreise. Und in dieser Seelenreise befinden wir uns. Die Seele sucht ein Schicksal aus. Diese Seele ist unsterblich. Also das ist das Leben. Aber die Schicksal ist begrenzt. Die Seele sucht ein Schicksal aus, was passend ist, sich zu entwickeln, von Karma befreien und natürlich auch diese göttliche Gerechtigkeit ausgleichen. Also wählt ein Schicksal aus und dieses Schicksal hat einen Anfang und hat ein Ende. Der Anfang ist unserem Geburt, die Ende ist unserem Tod. Die Schicksal endet sich damit. Und dann die Seele verlässt diesen Weg. Und diesem Schicksalsweg, was die Seele aussucht, sucht die passende Moment aus für die Geburt. Auch die passenden Ort, auch die passenden Eltern. Die Seele braucht diese Erfahrung. Und die Seele kennt diesen Schicksalsweg. Es ist sehr gut, wenn wir auf unsere Intuition hören, weil die Intuition sagt uns immer, was für uns das Richtige ist. Und ein Horoskop zeigt das Gleiche. Das ist so, wie die Sterne standen über uns im Geburtsmoment, beschreibt, das ist wie ein Plan, beschreibt unseren Schicksalsweg. Die Seele muss nicht, oder wir Menschen müssen nicht in diesen Weg zu gehen. Wir haben die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen. Aber klug ist es schon, dieser Weg zu folgen. Das ist das goldene Weg, was die Seele auch braucht. Natürlich handeln wir oft intuitiv. Dann ist das auch richtig, die Seele lenkt uns in diese Richtung, kommen auch kosmische Einflüsse, besonders ein Saturn-Einfluss, korrigiert das alles. Und das, was ein Horoskop beschreibt, das wäre der ideale Lebensweg, was die Seele auch braucht. Und diese Seelenreise drückt sich mit diesem karmischen Knoten aus. Und einmal gibt es diesen Drachenschwanz, diese Ketu, was beschreibt all das, was du in früheren Leben schon erlebt hast. Und es ist genau in diesem Platz im Skorpion. Und die Skorpion ist pure Magie. Das ist eine Wandlung. Und hier liegt auch die innere Kraft, diese Kraft, alles zu erneuern. Und du hast diese Kraft in dein Inneren und das ist in dein tiefen Inneren. Und das gibt dir die Sicherheit und Stabilität. Wie findest du dich zu dieser Quelle? Das ist hier der häusliche Bereich. Natürlich bedeutet auch deine Wohnsituation. Aber wenn du deinen inneren Tempel
aufsuchst und besuchst in deinem Inneren, deine Seele, dann hast du diese Quelle. Und das ist Kraft. Das ist sehr große Kraft. Und mit dieser Kraft kannst du alles erreichen im Leben. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder. Natürlich deine eigenen Kinder, später deine Enkelkinder. Aber zeigt auch deine Kindheit oder zeigt auch sogar dein inneres Kind. Und das ist auch sehr wichtig, das Leben mal spielerisch zu betrachten. Nicht verspielen, sondern spielerisch betrachten, weil das schenkt uns die Leichtigkeit. Mal vorstellen, dass das Leben ein Theaterstück ist und wir spielen die Hauptrolle in diesem Theater und wir gestalten das. Wir schreiben auch die Drehbuch, machen wir die Regie, wählen wir die Kostüme aus, auch die Schauspieler, mit wem wir diese Theater spielen. Das erleichtert uns mit unserem Schicksal, mit unserem Leben besser umzugehen, schenkt Leichtigkeit. Und mit Löwe Aszendent hast du einen Bezug dazu, weil die Löwe herrscht in diesem Bereich. Und du brauchst es, gibt dir diese schöpferische Kraft. Und dann kannst du dein Leben nach deinem Geschmack gestalten. Und das ist auch die Lebensfreude. Das Leben mal ausmalen, so wie dieser Junge das macht. Und später als Erwachsenen diese Leichtigkeit verspüren, das Genießen, das Leben mal genießen. Und in diesem Platz hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Beziehungsweise die Tierkreiszeichen Schütze öffnet diesem geheimen Tor. Und das ist eine große Reise, eine sehr, sehr große Reise. Die Schütze ist auf eine Weltreise und da ist vieles zum Entdecken. Natürlich hat die Schütze einen Bezug zum Ausland. Und das würde dir sehr viel Freude machen, reisen. Du liebst es auch. Aber die Schütze zeigt noch etwas. Die Schütze zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Zentrum liegen unsere Wünsche. Wenn du deine Wünsche lebst und das vorstellen kannst, dass du das erreichen kannst und bewegst du dich auf dieser Reise mit Begeisterung, das ist Feuerelement, mit Begeisterung und spielerisch, dann erreichst du das auch. Bei Schütze ist wichtig die Orientierung, weil sie verlieren leicht die Orientierung. Die nächste Lebensbereich liegt im Alltag. Wie bewältigst du deinen Alltag, die Arbeit, die Pflichten? Zeigt auch den Gesundheitszustand, weil wir können erst dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Also wir müssen auch auf die Gesundheit achten. Hier gibt es auch ein Tor, eine Tür. Und dieser Tor, dieser geheime Tor, öffnet sich mit Tierkreiszeichen Steinbock. Und mit deinen Lebensschritten, mit deinem Alter, bist du gerade in diesem Steinbock-Energie drin. Und bezüglich jetzt auf deinen Alltag, ein Steinbock neigt dazu, alles zu schwer zu nehmen, zu ernst zu nehmen, dann fühlen sich die Steinbock-Geborenen bedrückt. Du bist nicht in Tierkreiszeichen Steinbock geboren, aber du erlebst in diesem Lebensbereich Arbeit und auch Gesundheit die Steinbock-Energie. Und wenn du aber lernst, die positive Seite rausholen von Steinbock, klare Ziele setzen, die Geduld zu haben und nicht aufgeben, dass du deine beruflichen Ziele erreichst,
Das hilft dir in deinem Gesundheitszustand. Wenn du deine berufliche Situation zu ernst, zu schwer nimmst, leidet darunter später deine Gesundheit. Allerdings, Steinbock wirkt in zweiter Lebenshälfte besser als in jungen Jahren. Bei Steinbock haben wir durch die Saturn-Energie immer wieder Lernaufgabe. Saturn herrscht über die Tierkreiszeiten Steinbock. Also in zweiter Lebenshälfte, es wird dann viel, viel leichter. Dann kommt ein wichtiger Punkt im Horoskop. In diesem Moment bist du geboren. Das ist Lagna oder in westlichen Astrologie nennt man Aszendent. Dein erster Atemzug stieg die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Westhorizont unten und spiegelt etwas. Und im Geburtsmoment darfst du auf diesem Spiegel schauen. Und da liegt dein Seelenpartnerin. Weil dieser Tor öffnet sich ein Lebensbereich, die Partnerschaft. Tierkreiszeichen Wassermann. Der nächste Lebensbereich, das achte Lebensbereich, ist sehr geheimnisvoll. Und es ist gar nicht einfach, diesen Lebensbereich zu beschreiben, weil hier liegt die alchemistischen Prozesse. Die Alchemisten haben früher die Metalle veredelt. Das Ziel war, Gold zu gewinnen. Das waren chemische Prozesse. Und wir können das auf unserem Seelenreise, auf unserem Selbst, diese Prozesse übertragen. Die Wandlung, diese Veredelung bis zum Gold. Und Gold ist die Metall, das Edelmetall, was zur Sonne zugeordnet ist. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst, auch unserem Herz, steht auch in Verbindung. Und das ist diese Wandlung. Und damit wir weiterkommen, natürlich brauchen wir einen höheren Bewusstsein. Und wir sollen auch unseren Gefühlen achten. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Unseren eigenen Gefühlen wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Das blockiert. Und das ist das Loslassen-Prozess. Und natürlich, wenn wir etwas loslassen, dann stirbt das ab. Und das braucht man bei dieser Wandlung. Absterben, damit etwas Neues geboren kann. Das ist Pluto-Energie. Und wenn wir das so betrachten, hat dieser Bereich auch mit Tod etwas zu tun. Wie gehst du mit Todesfällen um? Oder was kommt in erbschaftlichen Situationen auf dich zu? Wie kannst du das bewältigen in dein Leben, von einigen Dingen loslassen oder kündigen? Und trennen, damit du immer in deiner inneren Kraft bleibst. Und das ist die Wandlung hier in diesem Bereich. Hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Weil durch Sexualität entsteht etwas Neues. Ein Kind. Aber diese Energie können wir mit unserem Leben in vielen Lebensbereichen auch verstehen, wie das alles funktioniert. Die männliche Energie ist das Denken, die weibliche Energie ist das Fühlen und das kommt im Einklang, das Denken und Fühlen. Und das Denken beginnt mit einer Idee, mit einem Gedanken, Vorstellung, Vorstellungskraft und dann kommt das Fühlen dazu. Und wenn das sich vereint, kann etwas Neues entstehen.
und so funktioniert, dass wir unseren Träumen leben können, unseren Vision. Wir brauchen einen Plan in unserem Leben. Wir brauchen einen Traum oder eine Vision. Das ist diese ganze Magie, was hier passiert. Es ist schwierig zu beschreiben oder näher bringen, aber nur zum Verstehen, hier liegt eine Art Wandlung in diesem Lebensbereich und hat mit Loslassen auch etwas zu tun und auch mit unserem inneren Kraft etwas zu tun. Und in diesem Lebensbereich befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Fische. Und das ist für dich sehr, sehr kraftvoll, weil hier ist der Reichtum verborgen. In Tierkreiszeichen Fischen ist der Reichtum verborgen. Aber in diesem Sternbild sind das zwei Fische. Hier sieht man auf diesem Sternbild den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Und die beiden Fische werden mit Alpherg verbunden. Das ist hier dieser Stern, Alpherg, verbindet den beiden Fischen. Und dann oben Fomalhaut, einen königlichen Stern, auch sichtbar, wurde wunderbar gezeichnet in diesem Bild. Es sind zwei Fische und sie schwimmen in verschiedenen Richtungen. Und das Wasserelement symbolisiert unseren Gefühlen, weil Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Die Frage ist nun, welche Richtung schwimmst du? Und das ist die Transformation. Wenn du das entdeckt hast, was für Kraft hier liegt, die eine Richtung ist die Angst. Angst und Zweifel. Und das blockiert, das zieht alles nach unten, bis zum Verzweiflung. Dann fühlt man sich hilflos, ausgeliefert, hilfsbedürftig, geht nichts voran. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung führt zum Reichtum. Auch finanziell, ja, das hat mit Finanzen auch etwas zu tun. Aber auch die inneren Reichtum. Und hier in dieser Richtung, bei Tierkreiszeichen Fischen, liegt die Vision, die Vorstellungskraft. Das ist Neptun-Energie. Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Auch Jupiter herrscht hier. Neptun, das ist das Bild, die Traum. Ein Traum zu verwirklichen. Wie funktioniert es? Und das kannst du verwenden, weil du kennst diese Transformation hier. Und das hat mit Skorpion auch etwas zu tun, weil dieser Lebensbereich eigentlich eine Skorpion-Energie. Und da hast du die karmischen Erfahrungen gemacht. Also da kennst du dich aus, besser wie ich. Und das heißt, das hängt Skorpion-Fischen hier zusammen. Von beider Seite kannst du die Vorteile für dich nützen. Die Neptun in Tierkreiszeichen Fischen zeigt klar und deutlich unseren Visionen, unseren Träumen, unseren Tagesträumen. Und das dürfen wir erlauben. Und wenn du da Energie lenkst, dann manifestiert sich das alles. Wenn du das vertraust und glaubst du daran, dass das auch so kommt, dann hast du diese Kraft. Und dann loslassen, dann unbedingt loslassen und geschehen lassen. In dem Moment, in diesem Loslassen-Prozess bewegt sich das Wasser. Es fließt. Wenn du das verinnerlichen kannst und praktizieren kannst, kannst deine Träume leben. Stell dir vor, der ideale Zustand, beruflich, finanziell, in die Liebepartnerschaft. Dann lebt dieser Traum, zeigt da Energie. Jeden Tag ein paar Minuten,
In einer meditativen Haltung lebt dieser Traum. In dem Moment gibst du Energie dazu. Dann versuche das, auch glauben, vertrauen und daran glauben. Und dann diese inneren Gewissheit haben, das kommt so. Und dieser Glauben kann niemand erschüttern. Und da hast du in früheren Leben deine Lebenserfahrung gemacht. Und das war hier im tiefsten Punkt des Horoskops dein Halt. Dein Halt, deine Stabilität. Und das ist diese Wandlung. Und wunderbar liegt diese Fischenenergie gerade in diesem Lebensbereich. Weil das ist diese Magie. Was noch unterstützt dich, all das loslassen, kündigen, trennen, verabschieden, das ist dann die Pluto-Energie, was das stört. Die Einflüsse von außen, die dir dann auch sagen, oh, vergiss es doch, das wird sowieso nicht. In dem Moment schwächt das alles. Der nächste Lebensbereich ist eine große Reise. Hat mit Ausland was zu tun, mit Reisen was zu tun, aber es ist auch die innere Reise. Die Erkenntnisse, die Suche nach Gott. Und in diesem Lebensbereich befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen wieder. Und das gibt dir den Mut und die Kraft, in diesem Weg zu gehen, auf diese Reise zu gehen. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist die Krone des Baumes. Da bekommst du Ansehen und Anerkennung. Daran liegt auch deine Berufung. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Und die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Und das bedeutet Realität, auch die Finanzen, die Materie, auch der Weg zu deiner Berufung. Und hier ist dein karmischer Weg. Dein karmischer Lernaufgabe. Ein Weg, was du noch nicht kennst. Sollst du aber aneignen, weil das, was dich befreit, deine Seele hat diesen Weg ausgesucht, deine Berufung zu leben, verlangen Respekt und Anerkennung. Und was bedeutet noch Stier? Besitz, Geld. Was bedeutet noch Stier? Das Leben genießen, gemütlich machen, die Ruhe bewahren. Und einfach mal das Leben genießen. Natürlich hat das mit deiner Berufung auch etwas zu tun. Und Stier hat einen Bezug zum Geld, also Finanzwesen. Die Stier hat auch einen Bezug zum Immobilien. Also das wäre zum Beispiel auch eine Richtung. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und Venus ist der Planet Kunst, Kreativität und Schönheit. Also das könnte auch deine Berufung sein. Die nächste Lebensbereich liegen die Hoffnungen und Wünsche und auch die Freundschaften. Aber nicht nur die Freundschaften, sondern die Verbindungen zu Menschen, die gleichgesinnt sind. Wo man sich wohlfühlt in einer Gruppe, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei zu gründen, wie auch immer, wo man sich trifft. In diesem Bereich liegt bei dir die Tierkreiszeichen Zwillinge und das natürlich ist sehr beweglich und das macht dich auch beliebt. Das ist die Kommunikation mit anderen, hast du überhaupt kein Problem damit. Du bist sehr kontaktfreundlich, du knüpfst auch sehr leicht Kontakte
Und natürlich, das macht alles sehr lebendig. Dann sind wir bei dem 12. Lebensbereich und daran liegen die Geheimnisse, karmischen Themen, die Ahnen, die ganzen Geheimnisse des Lebens, die Tiefpsychologie und die Fähigkeit, hinter den verschlossenen Türen, hinter den Kulissen zu schauen. Und hier liegen auch leider die geheime Feinde. Und hier befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet, das nimmst du mit deinen Gefühlen wahr. Das kannst du nicht mit Verstand. Das geht nur über Gefühlen. Und so sind die Unterteilungen. Das heißt, jede einzelne Tierkreiszeichen öffnet diesen geheimen Tor zu einem bestimmten Themenlebensbereichen. Das habe ich jetzt alles ausgelegt und so ist ein Horoskop. Also habe ich das erklärt. Dann siehst du in die Mitte ein Engel. Das ist nicht irgendwelche Engel, was ich von so mal gezogen habe. Nein, das wird berechnet, exakt berechnet nach deinem Horoskop. Das macht Kabbala. Und nach dieser Berechnung hast du als Geburtsengel, was auch dein Schutzengel ist, Engel Rehael. Dieser Engel Rehael ist Engel die Kinder. Hilft in unserem Leben die Harmonie und die Liebe finden. Und die Familie aufrecht zu erhalten, Familie ist sehr, sehr wichtig. Dieser Engel kennt die Geheimnisse, verlängert unserem Leben und schenkt uns einen jüngeren Aussehen, Ausstrahlung. Also das heißt, als dein Geburtsengel, dass du ein langes Leben und einen jungen Aussehen, einen erfrischende jugendliche Ausstrahlung hast und hilft, die Ängste von Ängste zu befreien. Jetzt schauen wir, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann befindet sich hier bei Partnerschaft im 7. Lebensbereich. Hier hast du die Sonne. Und das ist für dich sehr wichtig, in Partnerschaft zu leben. Und da brauchst du auch die Klarheit und auch die Wahrheit. Also das ist für dich ein wichtiger Lebensbereich, wenn die Sonne hier befindet. Natürlich, die Sonne symbolisiert dein Selbst. Und dein Selbst kommt im Vorschein, im Glanz, in die Ehe, in Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Also du bist in Tierkreiszeichen Wassermann geboren und das gibt dir Leichtigkeit. Natürlich mit dieser Wassermann-Energie hast du Ideenreichtum und das Gefühl hast du auch, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das kannst du auch leben, aber steh zu dieser Persönlichkeit, Löwe und auch die Wassermann, dein Selbst, bring das in Ausdruck. Und das wird dir in Partnerschaft dir wieder spiegeln. Die Tierkreiszeichen Wassermann hat einen Bezug zum Adler. Diesem Sternbild Adler liegt auch in die Nähe. Und die Mythologie Wassermann hat auch mit Adler was zu tun. Und das kann ich so erklären. Die Tierkreiszeichen Schütze haben hohe Ziele, hohe Ideale. Auch die Begeisterung. Die Schütze wechselt aber mal schnell diese Ziele ab oder haben mehrere Ziele. Das ist wunderbar, diese Begeisterung und diese Bewegung, diese Beweglichkeit, aber sie verlieren die Orientierung dabei.
Die Schütze zeigt aber in eine Richtung, das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Wenn die Schütze das bewusst ist, dass sie da klare Ziele setzen und bestimmen die Richtung und da konzentrieren auf eins, da haben sie großes Glück im Leben. Aber die sind noch in die Suche. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Steinbock tut sich besser damit, weil die haben mal klare Ziele. Die nehmen das manchmal zu schwer, aber die haben diese Kraft, das nicht aufzugeben. Also die klettern hoch bis zum Spitze des Berges. Also die sind konzentrierter als die Schützen. Und die erreichen das auch, egal wie lange das dauert, die erreichen ihre Ziele. Und dann kommt nach dem Tierkreiszeichen Steinbock, kommt Wassermann. Und die Wassermann-Geborenen haben dieses Geburtsrecht, dieses Privileg, oben zu sein, ohne Anstrengungen. Und sie fühlen sich auch so. Das ist der Adlerblick von oben. Und das sollst du auch genießen, dieses Gefühl zu haben, ich bin schon oben. Egal, was du startest in dein Leben, einen beruflichen Neuanfang, dann fühlst du dich von ersten Arbeitstag an schon ganz oben und betrachte alles von oben herab. Das schenkt Leichtigkeit. Für die Wassermann-Geborenen ist das sehr wichtig, weil sie ertragen das nicht, unterdrückt zu sein. Und wenn das so ist, wenn dieses Gefühl da ist, dieser Adlerblick, da haben sie einen Weitblick und dann kommen die tollsten Ideen. Und bei Wassermann geht das gar nicht aus, die Ideen. Das ist die Ideenreichtum und auch Humor. Dieses Mondhaus, wo deine Sonne befindet, heißt Tanishta und übersetzt heißt das Grenzgebiet. Weil dieses Mondhaus umhüllt ein Stück von Tierkreiszeichen Steinbock, ein Stück von Tierkreiszeichen Wassermann. Und dieser Mondhaus befindet sich deine Sonne. Deswegen ist dieses Grenzgebiet. Und dieser Mondhaus zeigt dir etwas. Du hast von beiden Tierkreiszeichen etwas. Und du kannst das beide vorteilhaft nutzen. Die Tierkreiszeichen Steinbock holt die Himmel auf die Erde. Weil die realisieren ihre Wünsche. Die haben eine Vorstellung, einen Wunsch, sie setzen das als Ziel und die erreichen das auch. Also das heißt, all das, was begeistert, das ist dieser himmlische Feuer, diese Begeisterung, die realisieren sich das auch. Sie holen die Sterne auf die Erde. Und bei Wassermann ist das genau umgekehrt. Sie fliegen wieder zurück im Himmel. Das ist der Adlerblick. Das heißt, dieser Ideenreichtum. Aber die Energie ist das dasselbe. Die Energie ist dasselbe, das ist nur ein Wechsel. Ideen haben, das verwirklichen, das in Realität erleben, dann wieder tolle Ideen haben und dann, das ist dieser Kreislauf. Und dieser Mondhaus befindet sich deine Sonne. Mond befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Krebs. Das ist sehr geheimnisvoll. Diese Mondenergie. Mond hat einen Bezug zum unserem Unbewussten. Mond hat einen Bezug zum unserem Träumen und zum unserem Gefühlen und ist hier in Tierkreiszeichen Krebs. Ein sehr starker Platz für Mond, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, diese Mondenergie kommt im Ausdruck. Im Krebs hast du eine sehr starke Verbindung zum Mond. Mond symbolisiert auch deine Mama,
eine sehr starke, enge Verbindung zu deiner Mama. Und auch Mond und auch die Krebs nehmen das Welt mit Gefühlen wahr. Und das ist deine Intuition und da kannst du vertrauen. Und Krebs hat das Gefühl, verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln und wann ist der richtige Augenblick eher zurückhaltend sein. Und hier schaut man auch in die Tiefe, das ist Wasser, das ist ein Meer, da schaut man in die Tiefe. Natürlich hat das einen Bezug zum Tiefpsychologie, in die Tiefe zu schauen. Das einzige Aufgabe hier, das in Ausdruck zu bringen. Und ich erkläre, warum. In diesem Moment bist du geboren. Und dieser Moment, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont wie ein Sonnenaufgang aufgestiegen. Das war dein Geburtsmoment. Und du hast diesen persönlichen Bezug zu Tierkreiszeichen Löwe. Du bist ein Kind davon. Und was passierte halbe Stunde vorher, eine Stunde vorher? Ist kurz vor deiner Geburt, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Ganz nah steht diese Mondenergie. Die Mondenergie hat beeinflusst deine Geburt. Aber etwas früher ist wie ein Sonnenaufgang in Osthorizont aufgestiegen. Und den Moment, wo Mond in Osthorizont aufgestiegen ist, in die Nähe von deiner Geburt, du warst noch nicht geboren, du warst in diesem Moment noch im Mutterleib. Und hier im Mutterleib, noch im Mutterleib, hast du diese Mondenergie empfangen. Mond hat dich empfangen im Leben, du warst aber noch gar nicht geboren. Und das ist so was Geheimnisvolles und hat auch mit Karma, mit karmischen Erinnerungen etwas zu tun. Ich könnte sagen, die Mond hat für dich was Wichtiges geflüstert und das sind deine Geheimnisse. Es ist sehr, sehr geheimnisvoll. Die einzige Schattenseite, dass das wirklich so anfühlt, wenn das in die Schatten wäre. Das wird verdrängt, übersehen. Es ist noch gar nicht geboren für dich. Und hier kommt auch wieder eine Wandlung, ein Neugeburt. Nimm deinen Gefühlen bewusster wahr und handle dein Gefühl. Dann hast du die Neugeburt. Dieser Platz hier, dieser geheimnisvollen Bereich, zeigt den Verlauf der Schwangerschaft. Der ganze Verlauf der Schwangerschaft. Weil das Leben beginnt nicht erst, wenn wir geboren sind. Das Leben beginnt schon vorher. Weil im Mutterleib ist das Baby schon im Leben und steht in einer engen Verbindung zur Mutter. Und was hat deine Mama erlebt während der Schwangerschaft? Die Mondenergie war sehr stark ausgeprägt. Das symbolisiert vielleicht auch ihren Ängste, Angst, ob das alles gut läuft. Und natürlich bedeutet auch diese Mondenergie hier, das war wie, warst du ein Wunschkind, eine ganz, ganz innige Verbindung zu deiner Mama. Und das erlebt sie in Schwangerschaft. Kannst mit ihr sprechen, sie soll das dir erzählen, wie hat sie das erlebt? Hat sie eher Angst gehabt, ob das alles gut läuft? Und oder hat es alles voll und ganz genießen können, diese Zeit. Aber das ist eine sehr, sehr innige Verbindung und das ist sehr geheimnisvoll auch. Und die Lernaufgabe dabei ist, deinen Gefühlen so in Ausdruck zu bringen, dass das sichtbar ist und nicht in die Schattenseite. Das wäre wie eine Neugeburt. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs
Und das bedeutet, du nimmst die Welt mit deinen Gefühlen wahr. Du versteckst es hier, aber die Gefühle sind trotzdem da. Und für dich ist ein tiefes Bedürfnis, ein Zuhause zu haben. Krebs symbolisiert ein Zuhause. Ich könnte sagen, wie ein warmes Nest. Und dieser Zuhause bedeutet nicht nur deine Wohnsituation oder Familie. Natürlich, Krebs hat mit Familie auch etwas zu tun, sondern das bedeutet auch ein inneren Zuhause. Ich könnte sagen, ein inneren Tempel, was du entdeckst, besonders hier in diesem geheimnisvollen Bereich, was im Verborgenen liegt. Und das, was dir diese Mondenergie dir beschenkt hat, bevor du noch überhaupt geboren bist. Und diese Mondenergie hat dir geflüstert, ich biete dich auch ein Zuhause, besuche mich. Das ist dein inneren Tempel. Und du findest deinen inneren Tempel, wenn du meditierst, wenn du zur Ruhe kommst. Und dann hast du die Verbindung zu deiner Seele. In diesem Mondhaus, wo Mond befindet, dieser Mondhaus heißt Pushya und das bedeutet, immer dieses Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas tun oder eher nichts tun. Und ein gutes Menschenkenntnis hast du, wenn du auf dein gesundes Bauchgefühl hörst. Mars. Mars ist die Kraft. Und mit dieser Kraft können wir alles in Bewegung setzen und können wir uns durchsetzen im Leben. Es ist eine männliche Energie, aber diese männliche Energie haben wir Frauen auch. Bei dir passt es, du bist ein Mann und hast natürlich diese Männlichkeit. Und diese männliche Energie befindet sich in Tierkreiszeichen, in Tierkreiszeichen Waage. Die Tierkreiszeichen Mars in Tierkreiszeichen Waage fühlt sich nichts Besonderes wohl. Weil das ist ein Tierkreiszeichen, wo Venus herrscht, also weiblich. Der Vorteil ist, wenn Mars in Tierkreiszeichen Waage ist, dass du dich einsetzen kannst, Kraft zeigen kannst, wenn das um Gerechtigkeit geht. Dann ist das wunderbar. Diese Mars-Energie im Waage hilft dir auch, wenn du künstlerisch arbeitest, weil dann brauchst du die Waage-Energie, dann kommt Venus, weil Venus herrscht über die Waage zum Geltung. Wenn du etwas schön gestalten möchtest, dann ist es wunderbar. Wenn du jetzt dein Äußeren achtest, dann bedeutet, du bist ein hübscher Mann, ein schöner Mann und du legst großen Wert drauf, auf dein schöne und gepflegte Erscheinungsbild. Das ist auch wunderbar. Bis dahin Mars im Waage hervorragend. Aber wenn es darum geht, dass eine Herausforderung da ist und du musst dich behaupten, vielleicht sogar mal Wut zeigen, es gibt Momente, wo du das kannst, aber du bereust es auch, weil Waage möchte wieder harmonisieren. Und dann entschuldigst dich dafür oder hast du schlechtes Gewissen. Also versuchst dann, die Harmonie wieder herzustellen. Und wenn das für dich innerlich eine innere Gerissenheit oder ein inneres Ungleichgewicht verschafft, dann hast du da Themen. Also wenn du dich behauptest, dann ist es gut so, dann akzeptierst du es. Du musst dafür dich dann nicht entschuldigen. Oder der Nachteil ist Mars im Waage, wenn du versuchst, deine Energie überall aktivieren und bei jeder Recht zu machen.
Also Einflüsse von außen und jeder will von dir etwas und du gibst deine Zeit, deine Energie, weil du nicht Nein sagen möchtest, weil du möchtest niemand verletzen und mal hilfst du hier, mal dort, mal überall, auch bei Verwandtschaft, auch bei Nachbarschaft, in deiner vertrauten Umgebung zu den Menschen, weil du möchtest beliebt sein, dann verlierst du deine eigene Kraft. Und hier ist wichtig, die Gleichgewicht und diese Kraft zu haben, auch mal Nein sagen. Also achte drauf, weil hier, wenn du diese Neigung hast, dann verlierst du die inneren Gleichgewicht, gleichzeitig verlierst du deine Kraft. Und fühlst du dich natürlich müde, erschöpft und kraftlos. Also wichtig ist für dich die Gerechtigkeit, das ist wunderbar. Die Kraft kannst du einsetzen zum Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit, auch wunderbar. Achtest auf dein Äußeren, gepflegt zu sein, auch wunderbar. Bei Entscheidungen hast du Schwierigkeiten, weil du möchtest alles abwägen erstmal. Und dann kommst du auch wieder, das führt auch zu einem Konflikt, weil Waage wiegt erstmal alles ab. Soll ich nicht. Mars hat da gar keine Zeit. Mars ist ein Impuls, kommt die Begeisterung und Mars setzt sofort in Bewegung. Und wenn hier diese inneren Unsicherheit entsteht, soll ich nicht, was ist richtig, was ist nicht, dann zweifelst an etwas. Also wenn dich das schon begeistert und verspürst, diese Feuerelement, dann handelst auch und steh dazu. In diesem Bereich, in Tierkreiszeichen Waage, wo Mars befindet, ist ein Mondhaus, hat auch mit Feuer etwas zu tun. Dieser Mondhaus heißt Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin. Und diese Feuergöttin verbrennt alles, was im Weg steht. Das ist so ähnlich wie bei Skorpion oder hier bei achten Lebensbereich, diese Wandlung, diese Transformation, alles trennen, loslassen, kündigen, was im Weg steht. Im westlichen Bereich bezeichnen wir das als Transformation und verbinden wir das mit Wasserelement, dieser Reinigungsprozess. Im Indischen wird das eher mit Feuerelement, hat auch eine reinigende Wirkung mit Feuerelement in Verbindung gebracht. Alles verbrennen, was im Weg steht. Und hier befindet sich dein Mars-Energie. Und mit dieser Mars-Energie setzt dich durch im Leben. Und du kannst nur so dich behaupten und durchsetzen, wenn du alles verbrennst, was im Weg liegt. Was ist es? Entweder falsche Gewohnheiten oder bestimmte Gegenstände im Wohnung zum Beispiel, wo du dann denkst, oh, das habe ich geschenkt bekommen, oh, das kann ich gar nicht davon trennen, sonst verletze ich anderen, ich will das aber gar nicht. Dann triff deine eigene Entscheidung und entferne das von deiner Wohnung. Das mal als Beispiel. Oder wenn du Kontakte hast, und hier hast du Kontakte, das sind Verwandte, Nachbarn, Bekannte, Internetkontakte, viele, viele Kontakte hast hier. Und wenn jeder von dir etwas verlangt und du möchtest dich beliebt zu machen und gibst Kraft, Energie und Zeit und bist du da und hilfst überall, wie ich schon sagte, dann verlierst deine eigene Kraft. Und hier bei dieser Feuergöttin ist der Hinweis bei diesem Mondhaus, dann trenne dich von solchen Kontakten. Achte auf die Gleichgewicht. Nehmen und geben soll im Gleichgewicht bleiben. Das bedeutet nicht, dass wir immer alles verlangen etwas. Wir sollen auch großzügig auch mal sein.
Aber das soll von uns selbst kommen, weil wir das möchten, weil uns das begeistert, weil das von Herz kommt. Aber wenn das darum geht, weil wir nicht trauen, Nein zu sagen, das führt dazu, dass man sich ausgenützt vorkommt. Und wenn du hier verletzten Gefühlen hast, dann hast du ein inneren Feuer und das ist Wut. Dann hast du Wut an dich selbst. Und diese Feuergöttin, wie Chakra sagt, alles verbrennen, was dich Energie raubt und Zeit. Und es ist nicht nur die Kontakte, nicht nur die Gewohnheiten oder Gegenstände, sondern auch Gefühlen. Welchen Gefühlen sollen wir verbrennen? Angst. Dann fühlen wir viel freier im Leben. Merkur. Merkur ist der Planet der Handlungen. Handlungen, Kommunikation, Verbindungen, Verträgen, Terminen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier in diesem Bereich, wo die Arbeit liegt. Natürlich kann das ein Hinweis sein, dass du in diesem Beruflichen aktiv sein kannst, wo um Handeln geht, Kommunikation und Verbindungen, dass du da deine beruflichen Situation das gut für dich eignet sich sehr gut, genau, eignet sich sehr gut, diese Berufung, wo du Kontakte hast. Auf jeden Fall darf das nicht langweilig sein, sondern du brauchst die Kontakte, Verbindungen, Kommunikation, die Bewegung. Du brauchst in Arbeit die Bewegung. Merkur in Tierkreiszeichen Steinbock, das ist auch dein Wissen. Oder wie vermittelst du etwas sehr überlegend und ernsthaft? Und mit diesem Merkur-Steinbock hast du die Fähigkeit, alles genau auf den Punkt zu bringen. Aber es entsteht eine Spannung zu deinem Mars. Merkur und Mars stehen hier in Spannung. Mars im Waage möchte alle recht machen. Gibst auch nach. Merkur im Steinbock bringt das genau auf den Punkt. Und wenn du diese Merkur lebst, und das lebst du auch, weil das gehört zu dir, also du sagst es auch, dann bekommst du schlechtes Gewissen oder Schuldgefühl, oh, jetzt habe ich den anderen verletzt. Und Mars im Waage, was macht dann? Versucht das gerade biegen, dich entschuldigen, wieder das in Ordnung zu bringen, in Harmonie zu bringen. Merkur befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Shravana. Und diese Shravana ist nichts anderes als Adler. Was ich vorher auch erwähnt habe, Adler, dieses Sternbild Adler, hat einen Einfluss auf die Tierkreiszeichen Steinbock und hat auch einen Einfluss von Tierkreiszeichen Wassermann, für beide Tierkreiszeichen. Beeinflusst diese Adler. Dazu gibt eine schöne Geschichte, jetzt nicht von indischen Astrologie oder Mythologie, sondern das ist von chinesischen Mythologie, beschreibt ganz genau Adler. Es gab einmal ein Hirtenjunge und dieser Hirtenjunge war von der bösen Schwägerin vertrieben. Und im Himmel gab es eine Fee und diese Fee heißt Vega. Und diese Fee verliebte sich an diesen Hirtenjunge Altair und kam auf die Erde und die beiden haben sich verliebt. Der Altair blieb Hirtenjunge und Vega wurde Weberin und lebten sie wunderbar zusammen. Bis dann der Himmelskaiser entdeckte, dass diese Fee auf die Erde ist bei den Menschen. Dieser Himmelskaiser im Chinesischen ist nichts anderes als der Sonne. Und der Himmelskaiser
sagte zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin, oh, schau mal daher, diese Fee lebt bei den Menschen auf der Erde, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, ah, wir müssen wieder zurück ins Himmel. Und so haben dann Vega zurückgeholt. Die beiden Liebenden waren getrennt. Altair war auf der Erde und Vega war im Himmel. Bis dann Deneb kam und Deneb dachte, oh, ich kann das gar nicht so zuschauen, wie sie beide leiden. Ich muss die beiden verbinden. Also ich baue jetzt eine Brücke aus Schwanen. Und Deneb baute diese Brücke und in dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden, Altair und Vega. Altair ist die Hauptstern im Stammbild Adler. Vega ist die Hauptstern im Stammbild Lyra. Zwischen den beiden Sternbildern fließt die Milchstraße. Und in die Mitte ist Deneb als Hauptstern im Sternbild Schwan und Deneb verbindet die beiden Sternbilder, die beiden Sterne miteinander. So ist diese mythologische Geschichte, wurde so erzählt. Du erlebst diese Energie hier in beruflichen Situation. Bei dir handelt es sich gar nicht um die Liebe. Natürlich ist es möglich, dass du deine große Liebe im Arbeitsplatz kennenlernst. Natürlich ist das schon möglich, aber hier sind die Verbindungen, die Kontakte und Verbindungen und du hast immer den Einfluss von jemandem, der Brücke baut und hilft bei den beruflichen Verbindungen natürlich. Also diese Unterstützung hast du, weil diese Energie hilft dir und begleitet dich in dein Lebensweg und das erlebst du im beruflichen Umfeld. Und natürlich ist es auch möglich, dass die Liebe auch wirkt, wenn das im Arbeitsplatz ist, deine große Liebe. Jupiter. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem, neigt dazu, alles vergrößern und zeigt auch unsere Größe. Und wenn wir mit unserem eigenen Größen bewusst sind, dann und haben wir dieses Vertrauen, dann Jupiter beschenkt uns und bringt Glück in unserem Leben. Jupiter belehrt uns, an uns selbst zu vertrauen, zu unserem Werte stehen, zu unserer Größe zu stehen. Und wenn wir da in Einklang sind mit dieser Jupiter-Energie, dann und haben wir die optimistische Haltung, dann kommt auch das Glück. Jupiter befindet sich in dein Horoskop bzw. öffnet den Tor zum Lebensbereich zu Kinder hier im Tierkreiszeichen Schütze. Und Jupiter fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen Schütze, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Das heißt, hier hast du Glück mit dieser Jupiter-Energie. Das kommt ins Geltung. Entweder weil du das bekommen hast in deiner Kindheit, wurde dir beigebracht, wie groß du bist. Und natürlich hast du Glück mit deinen eigenen Kindern und Enkelkindern auch. Aber wenn du dein Leben schön spielerisch gestalten kannst mit Leichtigkeit, dann Jupiter hilft dir, unterstützt, bringt Glück. Jupiter befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus bedeutet Mula und Mula heißt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt dieses Zentrum. Und dieser Mondhaus Mula zeigt es nochmal verstärkt. Wie wichtig das ist, konzentriert
in diesem Zentrum bleiben. Und dieses Zentrum heißt unseren Vorstellungen, unseren Wünschen. Und wenn du das als Ziel setzt und gestaltest damit dein Leben, zwar so wie die Kinder, spielerisch, nicht zu streng, nicht zu eckig, sondern mit Leichtigkeit spielerisch und gleichzeitig bist mit deinen Größen bewusst, hast eine optimistische Haltung, dann erreichst du auch deine Ziele. Venus ist eine weibliche Energie, aber das haben die Männer auch, so wie die Frauen haben auch Mars-Energie. Venus ist der gute Geschmack, Schönheitssinn, die Bedürfnis nach Harmonie. Aber diese Venus bedeutet auch die Frau, die große Liebe. Wie stellt man das vor? Und Venus befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Steinbock. Hier im Tierkreiszeichen Steinbock. Und das ist im Arbeitsplatz. Bedeutet Venus hier im Tierkreiszeichen Steinbock, wie wichtig das für dich ist, die Liebe, Partnerschaft, weil du nimmst es ernst. Das ist die Ernsthaftigkeit, die Steinbock. Aber die Steinbock neigt nicht unbedingt dazu, über Gefühle zu sprechen. Aber wenn ein Steinbock sagt, ich liebe dich, dann hat das Hand und Fuß und du möchtest in die Liebe diese Ernsthaftigkeit leben. Du brauchst dieses Vertrauen und du brauchst eine Frau, wo du aufschauen kannst, wo schon vieles erreicht hat im Leben. Venus befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet das höhere Selbst und auch diese seelische Verbundenheit in die Liebe zu suchen und finden. Und dieser Mondhaus zeigt Sieg, dass das Gute immer siegt und wie Ernsthaftigkeit für dich das bedeutet. Und du erlebst das in die Liebe, Partnerschaft. Saturn. Ich habe gesagt, dass die Seele sucht ein Schicksal aus. Für die Seele ist das die ideale Lebensumstände, sich zum Entwickeln. Die Seele braucht diesen Lebensweg. Aber wir sind frei. Wir müssen nicht in diesem Weg zu gehen. Natürlich handeln wir oft nach unserem Gefühl und finden wir wieder auf diesem goldenen Weg zurück. Aber wir machen oft Umwege in unserem Leben. Manchmal sind wir sogar in einer Sackgasse und suchen wir Ausweg. Und es gibt ein Schicksalsplanet, auch der Planet der Karma, der korrigiert es und greift in unserem Schicksal ein. Es ist nicht immer angenehm, aber es ist gut so, weil so finden wir wieder in diesem goldenen Weg, auf diesem Schicksalsweg, in diesem karmischen Weg zurück. Und dieser Planet heißt Saturn. Saturn ist in griechischer Mythologie Kronos, der Gott der Zeit. Also Saturn weiß auch, wann ist der richtige Zeitpunkt einzugreifen. Saturn befindet sich in deinem Horoskop im Tierkreiszeichen Waage. Und wirkt wieder im Lebensbereich Medien, Schulungen, Internet, Verwandtschaft, Nachbarschaft, deine vertraute Umgebung, da hast du hier eine Lernaufgabe. Und das hängt zusammen mit diesen Mars-Themen im Waage, was ich erklärt habe, dass Mars tut sich nicht leicht, sich durchsetzen im Leben. Und wenn ja, dann bereut es und versucht sich dafür entschuldigen. Und das brauchst du nicht. Und da brauchst du die Stärke und das erteilt dir Saturn. Saturn befindet sich im Mondhaus,
dasselbe Mondhaus wie Mars, das ist diese Feuergöttin Vishaka. Und das heißt, alles verbrennen, was im Weg steht. Schlechte Gewohnheiten, falsche Kontakte oder Angst, also auch von Gefühlen verabschieden. Und bedeutet auch, dann, wenn das soweit ist, alles verbrennen hinter dir lassen, was deine Energie raubt, dann beherrschen deine Kraft. Das ist hier die Aussage dieser Mondhaus und mit Saturn auch die Lernaufgabe. Jetzt zu den beiden Mondknoten. Du hast den karmischen Erfahrungen in Tierkreiszeichen Skorpion gemacht. Und dieser absteigende Mondknoten, was in indischen Astrologie Ketu nennt, Ketu bedeutet die Drachenschwanz, befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ieshta. Und gegenüber, wo dein aufsteigender Mondknoten liegt, dein karmischen Weg, hier oben im Tierkreiszeichen Stier, dieser Mondhaus heißt Rohini. Also Ieshta und Rohini. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von der indischen Mythologie. Und diese Geschichte erzählt, dass der Mond ein Mann ist und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung, unschuldig. Rohini verkörpert die Morgenröte. In vedischen Schriften, wie das beschrieben ist, die Schöpfungsgeschichte, Rohini ist die erste weibliche Energie. Das, was im Schöpfung entsteht. Also Rohini ist wunderschön, unschuldig und jung. Und dein aufsteigender Mondknoten, dein karmischen Weg, dieser Drachenkopf, hier in Tierkreiszeichen Stier, befindet sich im Mondhaus Rohini. Also das war die große Liebe des Mondes. Und Mond macht einen Heiratsantrag. Also so ist die mythologische Geschichte. Der Mond macht einen Heiratsantrag, möchte Rohini heiraten. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm, naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Alle 27 Geschwister. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Das ist die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Und hier im Skorpion, wo dein absteigender Mondknoten ist, befindet sich Ieshta, das war die älteste Frau des Mondes, bei diesen 27 Geschwistern. Das war die älteste Schwester, hier die jüngste Schwester. Und diese älteste Schwester bedeutet, die wurde ernst genommen, hat Respekt bekommen, war weise. Alle Geschwister haben auf sie geschaut. Und hier hast du diesen karmischen Weg, du brauchst Respekt. Also wichtig ist, dass du Respekt bekommst in dein Leben. Das ist Ieshta. Da hast du auch karmische Erfahrungen und lebst deine Persönlichkeit, machst deinen Lebensweg, deinen karmischen Weg, deine Berufung. Und hier kommt diese jugendliche Frische. Und als Wassermann geborenen hast du die Ideen. Und du kannst deine Ideen verwirklichen. Und das ist dieser Ideenreichtum. Das kannst du dein Leben, deine Berufung auch schön gestalten. Immer erneuern, immer erneuern. Und das zeigt auch diese jugendliche Frische. Natürlich kann das bei Rohini, bei dieser großen Liebe des Mondes,
bedeuten hier in Berufung, dass du deine große Liebe im Bereich Arbeit findest. Wir haben noch drei Planeten, die sind die äußeren Planeten. Eigentlich die klassische indische Astrologie arbeitet damit, nicht die moderne Richtung. Ja, in westlichen Astrologie wird es auch natürlich berücksichtigt, die drei äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier im tiefsten Punkt des Horoskopes. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, ungewöhnliche Lebenssituationen, außergewöhnliche Menschen. Und du hast als Wassermann geborenen eine enge Verbindung zu diesem Uranus-Energie, weil Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann. Und das entspricht deiner Wohnsituation, dass du außergewöhnliche Haus lebst oder immer wieder kommen Umbrüche und Veränderungen oder dass du außergewöhnliche Art und Weise diesen Umzug hast. Aber dieses Haus bedeutet auch dein inneren Tempel, dass da wirklich diese Umbrüche da sind. Deine Sehnsüchte, deine Suche nach einem Zuhause. Und das entspricht auch dein Mond im Krebs. Du brauchst es, weil da hast du die Ruhe und die Kraft. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und Neptun sind deine Träume. Und das darfst du erlauben, wie ein Kind. Diese Träume zum Leben, das zu verwirklichen, das Gestalten. Pluto gibt dir die inneren Kraft. Aber dazu braucht man diese Konzentration und nicht erlauben, dass irgendjemand diese Kraft raubt. Befindet sich hier in Tierkreiszeichen Waage. Welche Verbindungen gibt es im Horoskop? Mars bestrahlt dein Aszendent. Mars von hier, von Waage, bestrahlt dein Löwe-Aszendent. Es ist eine sehr schöne Verbindung. Waage und die Löwe harmonisieren sich miteinander. Weil das ist Feuerelement und das ist Luftelement. Und sie stehen in Harmonie. Das heißt, deine Männlichkeit kommt schon im Ausdruck. Und die Frauen sind davon begeistert. Also du hast ein ganz tolles Aussehen, Ausstrahlung. Du bist damit wahrgenommen, auch als Mann bist du wahrgenommen. Saturn bestrahlt auch sehr schön dein Aszendent und das ist dein Auftreten. Das ist nicht nur, weil du wahrgenommen bist, weil du schön und gepflegt bist, du hast dieses Erscheinungsbild und dass die Frauen hin und weg sind von dir, sondern Saturn bestrahlt auch sehr schön, das heißt, du bist auch ernst genommen. Mond und Merkur stehen gegenüber. Merkur, Mond. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Sprache und Kommunikation, bei Mond die Gefühle. Und das bedeutet, mit einem Steinbock Merkur sagst genau das, was du denkst. Und das bringst du auf den Punkt. Aber du hast ein Problem damit, mit deinen Gefühlen. Du bekommst Schuldgefühl, schlechtes Gewissen. Und das ist eine gewisse Spannung, eine innere Spannung. Nicht nur mit Mars-Energie ist eine Spannung, sondern auch mit deinem Mond-Energie. Das liegt gegenüber und das bedeutet wie eine Waageschale, wie eine Apothekenschale. Das muss im Gleichgewicht sein und das sollst du feinfühlig ausbalancieren.
dann hast du die innere Ruhe und die inneren Gleichgewicht. Erstens ist wichtig, dass du wirklich das sagst, was du denkst, aber drück das feinfühlig aus mit Mondenergie. Und Mond ist gefühlsvoll. Immer feinfühlig das ausdrücken. Dann führt das auch nicht zu Missverständnissen. Und das begleitet dich im ganzen Leben. Das heißt, immer überlegen, wie formulierst, du sollst das sagen, was du denkst, geradeaus. Und jeder soll das akzeptieren, was du damit meinst. Aber der Ton macht die Musik. Das darf für andere nicht verletzend sein. Sonst passiert Folgendes, dann der andere fühlt sich verletzt, zieht sich zurück, das ist die Mondenergie. Das kann sogar sein, dass du das in Kindheit erlebt hast mit deiner Mama, dass du sie mit einem Wort verletzt hast, sie fühlte sich verletzt, ist zurückgezogen und du hast dann schlechtes Gewissen bekommen. Und hier ist wichtig die Gleichgewicht. Aber es ist nicht nur die Kindheit, sondern das zieht sich bei dir wie rote Faden. Sag, was du denkst, jeder muss das akzeptieren, aber überleg, wie du das formulierst. Und wenn das passierte und du hast das Gefühl, die andere fühlt sich jetzt verletzt, dann lass das, lass Zeit vergehen, es beruhigt sich alles. Du musst nicht gleich springen und dafür entschuldigen, weil du das gesagt hast. Absolut unnötig. Mars steht mit Saturn in Verbindung und das zeigt deine männliche Kraft, zwar in Tierkreiszeichen Waage, das verfeinert, weil die Waage ist sehr schön, harmonisch und friedlich. Also das wird von Waage-Energie natürlich sehr fein in Ausdruck gebracht. Aber Saturn zeigt hier diese Ernsthaftigkeit und auch Lernaufgabe, diese Marskraft auch zum Leben. Und dein absteigender Mondknoten hier im Skorpion, diese alten karmischen Knoten, steht mit Uranus in Verbindung. Und Uranus hat auch einen sehr starken Einfluss, nicht nur weil die karmischen Erfahrungen steht mit Uranus in Verbindung, sondern weil du bist in Tierkreiszeichen Wassermann geboren und Wassermann, über die Tierkreiszeichen Wassermann herrscht Uranus. Also mit Uranus prägt auch dein Leben, gibt auch dir Halt und Stabilität. Und Uranus bedeutet die Schöpfung eigentlich, das ist damit beginnt die ganze Schöpfungsgeschichte. Uranus hat auch den klassischen griechischen Mythologie beginnt mit Uranus, die ganze Schöpfungsgeschichte. Das ist das Geist, die Ideen. Und dieser Ideenreichtum geht bei dir nicht aus. Das ist deine Quelle. Jetzt habe ich mal erklärt, die 12 Lebensbereiche, welche Lebensbereich die Energie fließt, wo Sonne, Mond, Planeten stehen, wie ist die Verbindung. Und jeder Lebensbereich öffnet sich ein Tor. Und das symbolisieren diese Tierkreiszeichen. Das ist Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und so weiter. Das sind Toren und mit diesem Energiefeld öffnet sich diesem Lebensbereiche. Von indischen Astrologie habe ich jetzt die Mondhäuser dazu genommen. Das ist die Unterteilung, die 12 Tierkreiszeichen in kleineren Abschnitten. Natürlich auch bezüglich auf dem ganzen Sternenhimmel wird betrachtet. Aber ich habe noch ausführlicher hier, weil ich nehme noch die Fixsternen dazu, welche Fixsternen wirken auf den einzelnen Lebensbereichen.
In deinem Geburtsmoment stieg die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf den Erdenleben. Ein Kind. Du bist ein Kind davon und es bleibt erhalten bis zu deinem Lebensende. Und die Tierkreiszeichen Löwe, gerade in diesem Moment, wo du geboren bist, wurde von Labrum bestrahlt. Labrum ist das goldene Kelch. Und das wird verehrt. Und dazu erzähle ich auch eine mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Dann kann ich das näher bringen. Apollo, der Sonnengott, sagte zum Rabe: Schau mal, hier ist ein goldener Kelch. Nimm diesen goldenen Kelch und fliege zum Quelle, zum Quellwasser und bring's bitte frische Wasser zum Zeus. Aber beeile dich, sagte Apollo. Und der Rabe flog davon und unterwegs findet ein Feigebaum. Und der Rabe hat Lust gehabt von diesem Feigen zum Essen, aber das war noch gar nicht reif. Und der Rabe dachte, naja gut, ich warte, bis die alle reif sind und dann später fliege ich davon, dann hole ich von diesem Quellwasser für Zeus. Und der Rabe wartete. Später fliegt davon, fliegt zur Quelle und die Quelle befindet sich hier. In Tierkreiszeichen Fische, in die Nähe von Tierkreiszeichen Fische, das ist dem Sternbild, Sternbild Fluss Eridanus. Und dieser Fluss Eridanus, diesem Sternbild, hat eine Quelle, das Ende des Flusses, ein Stern. Und dieser Stern heißt Achenar. Das ist dieser Brunnen. Und das zeigt unserem Intuition. Diese inspirierende Kraft. Gut, die Rabe musste diesen Weg machen, von diesem Quelle das Wasser holen. Hat auch gemacht und kehrte zurück zum Apollo und Apollo fragte den Rabe, ja, wo warst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, du sollst dich beeilen. Und der Rabe sagte nicht die Wahrheit, sondern sagte, weißt du, Apollo, unterwegs war diese Schlange, diese Hydra und sperrte mir den Weg. Deswegen kam ich etwas später. Und Apollo entdeckte diese Lüge und hat alle im Himmel gesetzt. Der Rabe, diese goldenen Becher und auch Hydra, diese Wasserschlange. Und der Rabe muss immer wieder die goldenen Becher anschauen und auch diese Wasserschlange anschauen, damit er immer auf seine Lüge erinnert. Und hier, diese goldenen Becher, ist Labrum. Das ist diese Quelle, diese Quellwasser. Und das ist rein, das ist sauber. Und dieses reines Wasser ist deine Quelle. Und du bist von dieser Quelle geboren. Das ist deine Intuition, deine Inspiration oder Reinheit. Deine Seele ist rein und sauber. Aber achte auf deinen Lebensweg, auf die Rabe. Es gibt Menschen, die auch lügen. Und mit diesem Mars im Waage, natürlich verdrehst du die Gerechtigkeit. Und wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann bringt dich das aus der Ruhe. Der zweite Lebensbereich, was mit den Finanzen und mit deinem Selbstwertgefühl etwas zu tun hat, wird von Windermeatrix bestrahlt. Windermeatrix ist ein Stern im Himmel und im klassischen griechischen Mythologie ist das die Weinleserin und steht in einer engen Verbindung zum Weingott Dionysos. Windermeatrix zeigt Lebensfreude, ein Fest, Tanz, Musik, Leichtigkeit, ein Fest
und zeigt noch etwas. Es trägt Früchte. Und das erlebst du hier mit dieser fleißigen Arbeit, Jungfrau, und mit deinen Finanzen. Wer hier etwas aussäst, das trägt Früchte. Das heißt, wie in der Miatrix im Finanzbereich, du machst Gewinn. Der dritte Lebensbereich, Verwandten, Nachbarschaft, die Kontakte in deine vertraute Umgebung, aber auch Medien, Nachrichten, Internet, wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild im Himmel und das ist von Südhalbkugel sichtbar. Und hier befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Hier in diesem Lebensbereich musst du dich orientieren. Und dieses Sternbild hat einen Bezug zum Spiritualität, religiösen Themen, aber zeigt noch etwas. In indischen Astrologie wird das gesehen, oder bei Astronomen wird das gesehen wie zwei Schwert, die sich kreuzen. Natürlich zeigt auch unserem Schicksalsweg, wenn zwei Wegen kreuzen sie sich. Und dieses Schwert symbolisiert Trennung. Trennung von allem trennen, was hier diesem Weg stört. So wie Erzengel Michael trennt die Angst mit seinem Lichtschwert. Hier im vierten Lebensbereich, wo dein Zuhause ist, oder wo das Gefühl bekommst, hier bin ich angekommen, das ist die Basis, das ist für mich die Fundament. Hier wirkt Schlangenträger, dieses Sternbild Schlangenträger. Und das ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo und wurde Arzt. Und musste ein Kind heilen. Dieses Kind war der Sohn von König. Und dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und dann kam zwei Schlangen, heißt auch Asklepios, Schlangenträger. Der eine Schlange hatte die Gift in sich, der andere Schlange die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste das Kind heilen und überlegte, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Soll ich mit die eine Schlange heilen oder mit dem anderen? Also Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Zum Glück hat den richtigen Mittel verwendet, also heilte das Kind mit diesem Heilkräuter. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Die eine Schlange trägt die Gift in sich und das sind die Lügen. Die andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich und das ist die Wahrheit. Und du stehst da, so wie Asklepios, und musst die Entscheidung treffen, wen vertraue ich jetzt, die eine oder der andere. Eine Lüge kommt immer honigsüß. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie dieses Kind, wo in den Honigtopf gefallen ist. Dann sind wir wie ein Kind, der alles glaubt. Und hier brauchst du die Unterscheidungsvermögen. Und hier hast du die karmischen Themen. Die karmischen Themen, weil genau hier in diesem Bereich befindet sich Ketu, wo die alten karmischen Erinnerungen sind. Das heißt, du bist eine reine Seele und du hast diese Kraft in dir, dass du das im Leben umsetzen kannst, deine Ziele erreichen, deine Träume zum Leben. Aber die Lernaufgabe ist, weil du nicht Nein sagen kannst, oder die Lernaufgabe besteht auch daran, und diese Geschichte Asklepios erzählt, deine Gutmütigkeit, und diese Gutmütigkeit wird ausgenutzt. Also sei wählerischer und trenn Spreu von Weizen. Die fünfte Lebensbereich, die Kinder, und da ist auch deine schöpferische Kraft, zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, wo unsere Wünsche liegen. Die sechste Lebensbereich, was deine Arbeit und Gesundheit betrifft,
Hier habe ich einen Stern mal als Einfluss, Sadal Sud, das ist ein Glücksstern, aber in diesem Lebensbereich ist nicht nur Sadal Sud als Glücksstern, sondern in diesem Bereich im Himmel sind ganz, ganz viele Glückssterne. Und das bringt Glück in dein Leben, in deinen Gesundheitszustand, bringt dir Glück in dein Leben, wie du deinen Alltag meisterst und deinen beruflichen Weg. Die siebte Lebensbereich, Ehepartnerschaft, hier wird Pegasus, und Pegasus zeigt, von Angst zu befreien. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte, und diese mythologische Geschichte, was ich jetzt erzähle, wird nicht nur hier im siebten Lebensbereich, sondern hierbei die achte Lebensbereich, wo diese Transformation bei dir befindet. Hier in diesem Bereich befindet sich Andromeda, hier Andromeda, dann in diesem Bereich natürlich Pegasus und Perseus. Also ich erzähle die Geschichte und das kannst du zum beiden Lebensbereich auch umsetzen, einmal in Partnerschaft, einmal in dieser Transformation. Weil das dehnt sich aus im Himmel, diese Sternbilder. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres. Und Gott des Meeres, Poseidon war das, wurde zornig und schickte die Seeungeheuer in diesem Königreich, die prahlende Königin Cassiopeia, zu bestrafen. Und diese Seeungeheuer, dieser Walfisch, kam auch an. Und er dachte, nun gut, muss ich das machen, was Poseidon sagt? Nein, ich muss das nicht machen. Und stattdessen bestrafte Andromeda die schöne Königstochter. Dieser Walfisch nahm Andromeda und fesselte in ein Felsen. Und in die Nähe war Medusa. Und Medusa ist die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, dass jede, wo Medusa erblickt hat, hat Angst bekommen. Angst von diesem Schlangenhaaren und war wie Stein so unbeweglich. Und so ging es auch Andromeda. Andromeda hat auch Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt, Andromeda und Perseus. Und Perseus tötete Medusa. Und Pegasus war im Mutterleib. Und Perseus hat Pegasus befreit. Befreit von dem Mutterleib, von dieser Medusa. Und Perseus befreite auch Andromeda. Diese Geschichte erzählt Angst. Medusa war angsterregend. Andromeda hat Angst gehabt. Und Perseus hat beide befreit. Perseus hat Andromeda befreit und befreite auch Pegasus. Was hier bindet, das ist die Angst. Und das ist die Transformation von deiner Angst zu befreien. Das ist Pegasus. Dieser Pegasus ist ein weißes Pferd und hat Flügel und fliegt. Also kann auch laufen, aber kann auch fliegen. Das ist ein Symbol für die Befreiung. Das ist dieser Transformationsprozess. Hier im achten Lebensbereich, hier wo diese ganze Geschichte liegt, ist auch in die Nähe die Fluss Eridanus, das Ende des Flusses
Achenar ist diese Quelle, du hast hier diese Quelle. Und hier, La Brune, ist dieser goldene Becher. Und mit diesem goldenen Becher bist du geboren von deiner Intuition, deine inspirierende Kraft, von diesem Quelle zum Schöpfen, aber ohne Angst. Ohne Angst. Hier ganz oben, wo auch dein karmischer Weg liegt und auch deine Berufung, wirkt Aldebaran. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen. Aldebaran befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und das ist die Auge des Stieres. Dein Adlerblick, das Ganze zu betrachten, brauchst du und dein Blick auf deine Berufung und deinen karmischen Weg. Und Aldebaran zeigt dir diesen Weg. Aldebaran ist einer von den hell leuchtenden Sternen im Himmel und zeigt den Weg. Aldebaran ist Wegweiser. Du bist ein Wegweiser. Dieser Weg, dieser Schicksalsweg, dieser karmischen Weg wird beleuchtend. Die 11. Lebensbereich hast du hier die 2 Zwillinge. Hier diese Sternen zeigen das auch. Castor und Pollux. Und das symbolisiert das höhere Bewusstsein. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Zum anderen gibt es eine Geschichte. Aber das zum Schluss erzähle ich noch. Es gab eine schöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, der liebte schöne Frauen und verliebte an Leda. Leda wurde schwanger von Zeus. Das Problem war, sie war nicht mit Zeus verheiratet, sondern sie war mit dem spartanischen König verheiratet. Und von dem König wurde auch schwanger. Leda gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, Pollux war der Sohn von Zeus. Also der eine war sterblich, andere war unsterblich. Und wo der Zeitpunkt war, dass Castor sterben musste, ging Pollux zu seinem Vater Zeus und sagte, ich kann meinen Bruder nicht alleine lassen bei Sterben. Ich möchte auch sterben. O Vater, nimm meine Unsterblichkeit, ich möchte bei Castor bleiben. Zeus berührte diese Geschichte und hat beide unsterblich gemacht. Zeus hat beide Zwillinge im Himmel gesetzt. Und die beiden sind miteinander verbunden, immer noch im Himmel. Und das zeigt unserem höheren Bewusstsein. Castor ist das menschliche Dasein, so wie wir unseren Schicksalsweg machen und führt zum Tod, zum Sterben. Und Pollux zeigt unserem Seele ein Teil von der Schöpfung. Und das ist unsterblich. Weil die Seele verlässt unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Und diese Verbindung haben wir. Und diese Verbindung zeigen die Zwillinge und öffnen den Tor, ein Lebensbereich für dich, was die Freundschaften betrifft. Also wähle die richtigen Freundschaften aus, die dich dabei helfen, dass du in deinen Lebensweg gehst, die dich unterstützen, die dich verstehen. Und hier im 12. Lebensbereich wirken die Asselius. Das sind 2 Esel, nicht erschrecken, das gibt auch. Und diese 2 Esel haben sogar die Götter gerettet. Die sind besonderes Esel. Das war nämlich ein Krieg zwischen den Göttern und zwischen den Titanen und Giganten, das waren die Riesen. Und die waren schon am Gewinn, bis dann kamen die Esel, die haben da gefuttert
und haben so einen Schrei gelassen. Und die Titanen und Giganten haben diesen Ton noch nie gehört und sie haben so Angst bekommen, die haben davongelaufen. Und somit haben die beiden Esel die Götter gerettet und als Dankbarkeit wurden sie im Himmel gesetzt. Eine witzige Geschichte, aber das bedeutet, den Ton erhoben. Wenn das angebracht ist, dann denk an diese Geschichte. Du darfst das erlauben, mal einen Schrei auslassen. Vor allem, du hast Löwe Aszendent. Also sei auch mal laut in dein Leben, wenn das angebracht ist. So, dass alle davonlaufen. So, lieber Jiade, das war diese Beratungsvideo. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.